Hey meine neugierigen Freunde, heute geht's mal wieder in die Tiefsee. Und zwar schauen wir uns zwei brandneue Aufnahmen von einem Tiefseeroboter an, die im Golf von Mexiko gemacht wurden. Eins davon im Dezember 2022 und das andere im Februar 2023. Und zwar sieht man in diesen Aufnahmen wohl eines der mysteriösesten und geheimnisvollsten Wesen in der Tiefsee, nämlich den sogenannten Magna Pinna Squid. Über den habe ich schon mal ein ganz eigenes Video gemacht und auch schon mehrere Videos, wo der öfter mal vorkommt. Und jetzt kommt er wieder in einem Video vor. Aber dieses Mal sieht man ihn nicht nur einfach so, sondern man sieht sogar eine Attacke von ihm. Und das wurde vorher noch nie beobachtet. Das ist das erste Mal, dass man dieses Wesen attackieren sieht. Und das sieht absolut fantastisch und völlig verrückt aus. Sowas habe ich wirklich noch nie gesehen. Der Magna Pinna Squid, der gilt vor allem im Internet, als er einst viral gegangen ist mit seinen ellbogenartigen Tentakeln, als eines der mysteriösesten und geheimnisvollsten Wesen, wie gesagt. Er ist da unten in tausenden Metern Tiefe und wird extrem groß. Man sagt, er kann über 10 Meter lang werden. Das Exemplar, das wir heute sehen, das soll angeblich 12,20 Meter lang gewesen sein. Und was ihn eben vor allem auszeichnet, sind seine Tentakel, die unglaublich lang sind zum einen und zum anderen, weil sie eben einen 90-Grad-Winkel erreichen, er kann die so stark abwinkeln, dass es eben aussieht wie Ellenbogen. Und das macht ihn so, ja, so gruselig auch ein bisschen. Und er wird auch Großflossenkalmar genannt, weil die Flossen an seinem Mantel sind ungefähr genauso groß wie der Mantel selbst, also die sind verhältnismäßig verglichen mit anderen Kalmaren sehr, sehr groß. Wenn man diesen Kalmar vor die Linse bekommt, dann ist das wirklich etwas Besonderes. Das passiert nicht oft, es wurde erst sehr selten geschafft, zum ersten Mal 1988 und obwohl man das Tier bereits 1907 zum ersten Mal entdeckt hat, hat es eben 80 Jahre gedauert, bis man ihn das erste Mal vor die Kamera bekommen hat. Und das zeigt, wie selten dieses Wesen wirklich ist. Und jetzt sind eben zwei neue Aufnahmen dazugekommen. Zum einen diese Aufnahme hier und hier sieht man, das finde ich ziemlich cool, ein Jungtier eines Magna Pinna Squids. Der ist ziemlich klein und er kommt hier in 1850 Metern vor. Also der Tiefseeroboter, der war hier in dieser Tiefe unterwegs und hat dann diesen Magna Pinna Squid gefilmt. Das war im Dezember 2022. Aber kommen wir nun zur Aufnahme vom Februar 2023. Hier sehen wir diesen Magna Pinna Squid in 2150 Metern Tiefe und dieser Magna Pinna Squid, der soll anscheinend 12,20 Meter lang gewesen sein. Also unglaublich. Und was man besonders erkennen kann ist, dass bei diesen Kalmaren die Tentakel überdurchschnittlich lang im Verhältnis zum Mantel sind. Man sagt 10 bis 20 Mal so lang wie der Mantel und das kommt bei keinen anderen Kalmararten vor. Das ist wirklich einzigartig bei diesem Kalmar und deswegen sieht er auch so außergewöhnlich aus. Und wenn man das Video jetzt weiter anschaut, dann kommt es irgendwann zu einer Szene, die wirklich absolut verrückt und grandios aussieht. Denn es scheint so, als würde der Kalmar etwas angreifen. Was es genau ist, das kann man nicht genau sehen. Ist es jetzt ein Tier oder greift er den Tiefseeroboter an? Man sieht auf jeden Fall an manchen Stellen eine Art Laserpointer von diesem Tiefseeroboter und vielleicht will dieser Kalmar diesen Laserpointer angreifen oder fühlt sich von diesem irgendwie aufgeregt und provoziert. Die Attacke sieht auf jeden Fall ziemlich außerirdisch und seltsam aus, wie ich finde. Diese Tentakel, die haben eine unglaubliche Bewegung an sich. Das habe ich so noch nie vorher gesehen. Man ging bis jetzt davon aus, dass die Tentakel des Magna Pinna Squids sich verhalten ähnlich wie die Tentakel einer Qualle, wie zum Beispiel der Würfelqualle oder der portugiesischen Galeere, dass sie einfach nur hängen und passiv dort durchs Meer gleiten und wenn dann sich ein Beutetier nähert und in diese Tentakel hineingelangt, dass man es dann fangen kann und verspeisen kann. Aber jetzt sieht man, dass der Magna Pinna Squid wirklich aktiv auf die Jagd geht. Er kann diese Tentakel steuern und bewegen und das sieht, dadurch, dass sie so dünn sind, unglaublich aus. Dass der da überhaupt die Kontrolle bis an die letzten Spitzen behält. Da muss man sich wirklich fragen, wie ist das überhaupt richtig möglich? Hat er da Muskeln bis an das Ende dieser Tentakel oder Nervenzellen bis ans Ende dieser Tentakel oder wie funktioniert das? Das muss wirklich noch genauer erforscht werden. Dieser Kalmar ist wirklich noch komplett unerforscht, er ist selten gesichtet, wie gesagt, und man muss da noch mehr Forschung reinstecken und kann bestimmt viel durch diesen Kalmar lernen, auch über andere Kalmare und über die Tiefsee und das Meer allgemein.
Ja, also das war diese Begegnung mit dem Kalmar, die mich wirklich von den Socken gehaut hat. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon denkt und wie ihr zum ersten Mal auf den Magna Pinna Squid aufmerksam geworden seid. Das war ja eine Internetsensation und den kennt eigentlich fast jeder mittlerweile im gesamten Internet. Da könnt ihr mir mal schreiben, wo ihr ihn zum ersten Mal gesehen habt. Vielleicht ja auf meinem Kanal, wer weiß. Das war's auf jeden Fall zu diesem Thema. Abonniert gerne den Kanal für spannende neue Entdeckungen in der Tiefsee, auf der Erde und im Weltall. Ich mache mich schon mal auf die Socken nach dem nächsten Thema und fange schon mal an zu recherchieren. Bis zur nächsten Folge. Ciao!